Er rief die Gläubigen zu sich und sprach zu ihnen zum letzten Mal von der Hingabe an Gott, von der Menschlichkeit gegenüber dem Menschen. Ihr Menschen alle, hört gut zu. Ich bin vielleicht nicht mehr lange unter euch. Speiset die Schwachen unter euch mit dem, was auch ihr esst. Kleidet sie, wie ihr euch kleidet. Wenn ihr eurem Gott begegnet, werdet ihr Rechenschaft über eure Taten ablegen müssen. Mögen die Anwesenden die Abwesenden warnen. Ihr stammt alle von Adam ab. Als der Vornehmste gilt bei Gott derjenige von euch, der am frömmsten ist. Denket tief nach über das, was ich sage. Lasset keine Fehden zwischen euch aufkommen. Wisset, dass jeder Moslem der Bruder des anderen Moslems ist. Alle Moslems sind untereinander Brüder. Zwischen Moslems gibt es weder Stämme noch Rassen. Auch darfst du nichts von deinem Bruder nehmen, außer was er dir aus freiem Willen gibt. Unterdrückt niemanden und lasst euch nicht unterdrücken. O mein Volk, ich bin nur ein Mensch. Vielleicht wird mich bald der Todesengel besuchen und der Tod wird mich übermannen. Doch ich hinterlasse euch ein Buch, von Gott offenbart, den Koran. Wenn ihr an dem festhaltet, werdet ihr nie irre gehen. Er wiederholte vor den Gläubigen die letzten Verse des Korans, Siegel und Abschluss. Nicht Mohammeds Worte, sondern Gottes Wort. Heute habe ich eure Religion vervollständigt und meine Gnade vollendet. Ich habe den Islam zu eurer Religion erwählt.